So, Funktionsschau Nummer 5, ax hoch 3 minus x. Und ich bestimme wieder Nullstellen sowie Hoch-, Tief- und Wendepunkte. Und es gilt, a ist größer 0. Wenn du die Aufgaben davor dir auch anschauen willst, dann klick auf die Infokarte, dann kommst du zur Playlist. Gut, ax hoch 3 minus x, genau wie die Funktion davor, ist wieder eine punktsymmetrische Funktion zum Ursprung. Ja, der Graph ist punktsymmetrisch, wir gucken uns das in GeoGebra an. Also ax, ax hoch 3 minus x. Ich stelle direkt die Range ein für a, dass wir nur positive Werte haben von 0 bis 5. Und jetzt können wir uns das mal anschauen. Man sieht sehr schön die Punktsymmetrie zum Ursprung. Und wir sehen auch, dass sowohl die Extremstellen als auch die Nullstellen von a abhängig sind. Okay, dann würde ich sagen, rechnen wir mal ein bisschen. Also wir fangen wieder an mit den Nullstellen. Ax hoch 3 minus x gleich 0 und wir können hier auch ausklammern. Also wir haben hier was mit x und da was mit x. Das heißt, wir verwandeln das in ein Produkt. Wenn wir aus ax hoch 3 ein x ausklammern, bleibt noch ax hoch 2 übrig. Wenn wir aus minus x ein x ausklammern, dann bleibt da minus 1 stehen. Das heißt, unser Produkt sieht so aus, x mal ax² minus 1 gleich 0. Ein Produkt wird immer 0, wenn einer der beiden Faktoren 0 wird. Das heißt, entweder x gleich 0, ja, dieser Faktor, oder diese Klammer ax² minus 1 gleich 0. Das können wir jetzt umformen, plus 1 auf beiden Seiten, dann geteilt durch a und dann steht da x² gleich 1 durch a. Und jetzt können wir die Wurzel ziehen und haben dann 1 durch Wurzel a. Ja, man könnte auch Wurzel aus 1 durch a schreiben, aber die Wurzel aus 1 ist ja 1, das heißt, wir können einfach 1 durch Wurzel a schreiben. Dann bekommen wir natürlich auch noch ein negatives Ergebnis, minus 1 durch Wurzel a. Gut, jetzt die Extremstellen. Dafür brauchen wir die ersten Ableitungen, ersten zwei Ableitungen. Ax hoch 3 minus x wird zu 3ax² minus 1. Dann zweite Ableitung, und wir ziehen wieder die 2 nach vorne. 2 mal 3 ist 6a und die 1 fällt weg, das ist eine Konstante. Und die dritte Ableitung können wir noch nachher für den Wendepunkt gebrauchen. Das ist dann einfach 6a, weil dieses x zu 1 wird. Okay, die notwendige Bedingung für Extremstellen ist immer erste Ableitung gleich 0, also 3ax² minus 1 gleich 0. Und wir rechnen auf beiden Seiten plus 1, dann haben wir 3ax² gleich 1, dann geteilt durch 3a. Und dann steht hier dieser Bruch 1 durch 3a und jetzt wieder Wurzel ziehen. Und dann bekommen wir wieder zwei Ergebnisse. Einmal 1 durch Wurzel aus 3a und minus 1 durch Wurzel aus 3a. So, die hinreichende Bedingung für Extremstellen lautet erste Ableitung gleich 0 und zweite Ableitung ungleich 0. Das heißt, wir müssen jetzt noch die zwei Werte in die zweite Ableitung einsetzen. Ja. Die zweite Ableitung ist 6ax, also f2' von 1 durch Wurzel aus 3a wäre 6a mal 1 durch Wurzel 3a. Das brauchen wir nicht weiter vereinfachen, diesen Ausdruck. Wir wissen, das ist eine positive Zahl, die da rauskommt, denn a ist ja positiv. Also wird das ein Tiefpunkt sein. Ja? Wenn die zweite Ableitung positiv ist, haben wir einen Tiefpunkt. Dann punktsymmetrische Funktion, das heißt, wir werden dann einen Hochpunkt rausbekommen für den anderen Wert. Wenn wir das Negative einsetzen, minus 1 durch Wurzel 3a, dann bekommen wir minus 6a mal 1 durch Wurzel 3a. Und das ist dann ein Hochpunkt. So, jetzt kommt das Schwierigere. Jetzt müssen wir die y-Werte finden. Und dafür müssen wir diese beiden x-Werte in die Funktion f einsetzen. Also f von Wurzel 1 durch 3a. Überall, wo das x steht, setzen wir jetzt
1 durch Wurzel 3a ein. Und dann bekommen wir diesen Ausdruck hier. So, jetzt ist die Frage, wie können wir das gut vereinfachen? Diese hoch 3, die gilt für den Zähler und für den Nenner separat. Das heißt, wir können das mal aufsplitten, sagen a mal, dann haben wir 1 hoch 3, ist ja einfach 1, und 3, Wurzel aus 3a hoch 3, minus 1 durch Wurzel aus 3a. Und ja, dieses a hier können wir auch direkt in den Zähler schreiben. Ja, ich mache das mal direkt so. A durch Wurzel aus 3a hoch 3. Wir wollen das ja zusammen addieren, diese beiden Brüche. Das heißt, wir brauchen den gleichen Nenner. Und mit was müssen wir jetzt den zweiten Bruch erweitern, dass wir den gleichen Nenner bekommen? Wenn du das Video von davor gesehen hast, dann weißt du das jetzt wahrscheinlich noch. Also wenn wir zum Beispiel haben, Wurzel a hoch 3 ist das gleiche wie Wurzel a mal a. Ja, denn Wurzel a hoch 3 ist ja Wurzel a mal Wurzel a mal Wurzel a. Wurzel a mal Wurzel a ist a. Und dann haben wir a mal Wurzel a. Ja, a mal Wurzel a. Und das heißt, dieser Ausdruck hier, Wurzel 3a hoch 3, ist das gleiche wie Wurzel 3a mal 3a. Bedeutet, wir müssen diesen zweiten Bruch einfach mit 3a erweitern. Also würden wir sagen mal 3a und hier auch mal 3a. Ja, dann bekommen wir den gleichen Nenner. Also ich schreibe das hier auf. A durch Wurzel 3a hoch 3 minus 3a durch Wurzel 3a hoch 3. Und a minus 3a ist minus 2a durch Wurzel 3a hoch 3. Ja, das ist der y-Wert. Und das ist von unserem Tiefpunkt. Tiefpunkt ist 1 durch Wurzel 3a und minus 2a durch Wurzel 3a hoch 3. Der Hochpunkt dementsprechend durch die Symmetrie minus 1 durch Wurzel 3a und 2a durch 3a hoch 3. So. Gut, jetzt könnten wir noch den Wendepunkt bestimmen. Für den Wendepunkt gilt die notwendige Bedingung zweite Ableitung gleich 0. Also 6ax gleich 0. Dann rechnen wir durch 6a und dann ist x gleich 0. Und wenn wir das in f einsetzen, f von 0 ist gleich 0, ist ja klar. Das heißt, unser Wendepunkt ist bei 0, 0. Damit sind wir fertig. Ich hoffe, dieses Video war nützlich für dich und bis zum nächsten Video.